Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressorkühlbox von Wemo und ich habe hier ein Powerbank für die Kühlbox, weil ich die von Liontron nicht mehr kriege. Ich habe das schon mal vorgestellt, wir bauen hier und da, das sind ein paar wenige, so Powerbanks aus einer Liontron-Batterie, aus einer 40 Ampere-Stunden-Batterie. Und da mich jetzt Liontron ganz gesperrt hat als Lieferanten, kriege ich die nicht mehr. War auch relativ teuer. Und jetzt habe ich so eine Box. Das Ding besteht aus Lithium-Batterien, Balancer, eine Überwachung und eine Ladetechnik. Also ein BMS, Batterie-Management-System. Wir haben hier, das Kabel ist jetzt relativ kurz, der Kunde wollte das nicht länger, er stellt das Gerät nebenhin. Dieser Stecker passt hier auf diese Kühlbox. Und wir sehen dann, die Kühlbox fängt an zu laufen und das Teil hat 36 Amperestunden Speicherkapazität. Ist relativ groß und so kann ich diese Kühlbox betreiben. Laden geht wie bei der anderen Box. Ich habe ja eigentlich das Boxenkabel von der Kühlbox. Das kann ich dann nicht einstecken. Aber das kann ich dann zum Beispiel hier einstecken. Und hier über den Zigarettenanzünder, egal ob 12 oder 24 Volt, das BMS hier drin und die Ladetechnik, Batteriemanagementsystem, das nimmt von 9 bis und mit 32 Volt. Ihr kennt vielleicht auch diese Netzgeräte, das ist ein Netzgerät, das ist effektiv nichts anderes. Diese Netzgeräte sind ja eigentlich auch für diese Kühlbox gedacht, die kann ich hier einstecken. Das liefert um die 25 Volt, weil die Kühlbox schaltet ja dann in der Regel um. Ihr habt ja das Netzgerät zum Beispiel vielleicht schon. Also das heißt, mit der bestehenden Technik kann ich hier diese Box laden und statt dem Netzgerät hier mit diesem Stecker und dem Kabel geht die Ladung natürlich auch mit dem gleichen Kabel, 230 Volt, das kann ich hier einstecken. Hier einstecken. Und das Kabel, was normalerweise, das heißt bei uns LED löst ein Desaster, hier einstecken, kann ich auch hier einstecken und laden. Ich kann das Teil laden und die Kühlbox betreiben parallel. Zum Laden, ich habe hier Ladeleistung von etwa 5 Ampere. Wenn die Batterie hier leer ist, 36 Amperestunden habe ich etwa 7 bis 8 Stunden, bis das Teil hier voll geladen ist. Wenn ich aber die Kühlbox wegziehe, noch vom Strom, weil der geht auch über das Ladegerät hier drin, dann geht das ganz circa 10 Stunden. Nach meinem Gusto ist die Box ein bisschen, ja, sie hat ein Gewicht, sie ist ein bisschen groß, sie hat eben 36 Amperestunden Kapazität. Die wir umgebaut haben von Liontron, die hatte 40. Sind wir vielleicht am Überlegen, ob wir eine kleinere machen, weil das sind jetzt Einzelanfertigungen, die wir aus unseren Batterien bauen. Reichlich geht's. Weiß noch nicht, was das Teil kostet, schreibe ich unten im Beschrieb. Diese Kühlbox hier, die ist sehr energiesparend, das ist unsere beste Kühlbox auf dem Weltmarkt, eine der besten Kühlboxen. Für den Campingbereich sowieso, die braucht etwa ein halbes Ampere Strom, also mit dieser Batteriebox bei 5 Grad außen, 25 Grad umgekehrt. 5 Grad in der Kühlbox und 25 Grad außen läuft das Ding etwa 70 Stunden. Das heißt, ihr habt das ganze Wochenende, wo ihr hier so eine Kühlbox betreiben könnt. Nur mit dieser Batteriebox hier. Wenn ihr Interesse habt, an so eine Box, schreibt mich an, schreibt mir die Kommentare, was ihr davon hält. Oder ob
vielleicht eine kleinere interessanter wäre, vielleicht mit der halben Kapazität, so 18 Ampere, 15 Ampere Stunden. Ob ihr einen Bedarf seht für das hier, hier verlinke ich euch das Video von dieser Liontron Batterie und hier das Video, warum ich nicht mehr Liontron kaufe. Und hier unten das Video von dieser Kühlbox und ich wünsche euch einen schönen Tag.